Hallihallo, meine lieben Beautys. Ich bin der Trash, ich bin Make-up-Artist und ich zeige dir heute 5 Produkte, die du als Make-up-Beginner unbedingt brauchst. Erstes Produkt sind die Bright und die Bright Matte Palette von Beauty Bay. Ich zähle das als ein Produkt, weil die gibt es manchmal im Bundle und dann sind die nochmal günstiger. Und die Bright Palette hat so richtig viele schöne Farben und man kann damit wirklich fast jeden Make-up-Look machen. Und die Bright Matte Palette ist dasselbe nochmal, nur mit matten Tönen. Also bei der Bright Matte Palette gibt es halt nur matte Töne und die Bright Palette hat dann halt auch ein paar Schimmertöne. Und wie gesagt, also ich glaube, bei Beauty Bay sind die manchmal im Angebot im Doppelpack für, ich glaube, 22 € oder sowas. Also da müsst ihr halt wirklich mal schauen und dann halt zuschlagen. Produkt Nummer 2 sind Lashes von Shein. Ich sag's euch, die gibt's in jeder Ausführung. Einmal in so kurz, dann einmal so in gigantisch, einmal so in so Cat Eye. Die sind so kostengünstig und da ist wirklich für jeden etwas dabei. Produkt Nummer 3 ist das Benetint von Benefit. Ich weiß, es ist ein bisschen teurer, also für so leichte Einsteiger vielleicht nicht gerade das idealste Produkt, weil nicht jeder hat das Budget. Aber für Leute, die sich das mal leisten können, definitiv empfehlenswert. Man kann es für die Lippen und als Blush verwenden und es sieht einfach nur mega geil für den Alltag aus. Produkt Nummer 4 ist der Fix & Last Jelly Primer von Essence. Es ist mit einer der besten Primer, die ich je verwendet habe. Und jetzt kommen wir zu Produkt Nummer 5, damit das letzte Produkt und leider auch teuerstes Produkt, der MAC Studio Fix Everywhere. Der ist so gut, dieser Stick. Ihr seht, ich habe schon so viel aufgebraucht, ne? Aber ich habe den damals schon einer Freundin empfohlen und die verwendet den jetzt schon seit einem Jahr. Also, und die macht hier und da immer wieder mal Make-up. Und ihr Studio Fix ist einfach noch voller. Aber ich mache halt wirklich sehr, sehr oft sehr viele Full-Face-Make-up-Looks, weswegen der einfach schon bei mir die Hälfte ist innerhalb von 2-3 Monaten. Aber er ist jedes Geld wert und er ist so medium bis full coverage. Also wer das mag, gönnt euch den. Man kann den nämlich sehr gut funktionieren. Ein Pumpstoß sieht so aus und man kann den wirklich als Concealer und Foundation verwenden. Das war's mit dem Video last gern and like and abo da. And findet er product in der Video beschreibung. Dankeschön für Zeus Hen by Beauty's Cuss. God, my-